Gespräch, jede Präsentation, jede Rede ist genau gleich aufgebaut. Es gibt einen Anfang, ein Ende und dazwischen irgendwas, an das sich eh keiner erinnern kann. Erste Regel für Gutsprecher ist also volle Energie in Anfang und Ende. So, wie mache ich das jetzt? Also, ich als dein Publikum. Ich möchte am Anfang natürlich irgendwas, was mich reinzieht, ja, was mich entscheiden lässt, okay, dem höre ich weiter zu. Das kann was Spannendes sein. Das kann eine Geschichte sein, eine Frage. Irgendwas, was mich kurz verwirrt und dann zur Auflösung führt. Und dann brauche ich ein Ende, das mich, wenn ich überzeugt bin, auch etwas tun lässt. Also nicht nur sagen, hey, also ich hoffe, ihr seid jetzt alle an Bord und dann meeten wir nächste Woche wieder. Hey, das kommt so in allen Firmen vor, die ich kenne. Macht's konkret und zwar immer. Also wer, was, wann, wie, wo. Wenn ich überzeugt bin und motiviert bin, das zu tun, was du von mir willst, sag mir, was ich als nächstes tue, ganz konkret, damit ich dann auch wirklich losmarschiere.